Hoch im Norden, dort, wo den ganzen Winter über tiefer Schnee liegt, wo es sumpfige Seen gibt und die Natur wild ist und unwegsam, da lebte einst ein kleiner Troll. Hässlich sah er aus, mit seiner runzligen, verwitterten Haut, mit seinen zotteligen Haaren und den rot umrandeten Augen. Wie die anderen Trolle liebte er es, mit dem Sturmwind um die Wette zu heulen, und er hatte seine Freude daran, Schaden anzurichten und Böses zu tun, denn das war die Aufgabe aller Trolls. Trolls mögen keine Menschen. Und je freundlicher und klarer der Blick eines Menschen ist, desto mehr hassen sie ihn. Dieser Troll aber, der kleine Troll, der fühlte sich merkwürdigerweise angezogen von den Menschen. Er hatte schon ihre Stimmen gehört und er liebte sie, vor allem, wenn die Menschen sangen. Auch bewunderte er sie, wie sie ihre Felder im Frühling bestellten, wie sie reiche Ernte einbrachten im Herbst, wie sie die Wälder bearbeiteten und die Moore. Doch nie hätte der kleine Troll das zugegeben, dass er die Menschen mochte. Dann hätten ihn die anderen bloß verspottet und verhöhnt. Und darum schlich er sich lieber manchmal ganz alleine in die Nähe der Menschen, um sie zu beobachten. Er versteckte sich dann möglichst in ihrem Garten zwischen riesigen bemoosten Steinen oder zwischen den Büschen und lugte heraus. Nur wer ganz genau hingeschaut hätte, hätte ihn entdeckt, denn er hatte funkelnde Augen. Aber die sah man kaum herausleuchten, und so belauschte er die Menschen. Er beobachtete die Kinder des Köhlers. Er beobachtete die Reisigweiblein, die unterwegs waren, um Holz zu sammeln. Er beobachtete die großen und kleinen Leute im Sommer, wenn sie Beeren suchten und Pilze sammelten. Und manchmal drang aus der Ferne Glockengeläute an sein Ohr. Aus der Kirche des nahegelegenen Dorfes. Wunderschön klang das Geläut. Und er liebte es, dem Geläut zu lauschen. Und er bekam Sehnsucht nach etwas anderem, nach einem ganz anderen Leben, als er es führte. Einmal im Winter, da schlich er sich ins Dorf hinunter, als die Glocken läuteten, bis dicht heran an die Kirche. Er wollte durch die Fenster schauen. Aber es war ein eisig kalter Wintertag und die Fenster waren dick zugefroren. Nur ganz schwach konnte er die Gesichter der Leute sehen, wie sie drin saßen und dem Pfarrer lauschten und der Orgelmusik. Und er hörte ihren Gesang. Und da merkte er, wie ihm die Tränen kamen. Er war eigentlich gar nicht traurig. Er wusste nicht, warum ihm die Tränen kamen. Es war einfach eine Sehnsucht, die er in sich trug, die Sehnsucht nach einem anderen Leben. Einsam und missmutig machte er sich wieder auf den Heimweg. Aber er konnte niemandem etwas davon erzählen, denn alle anderen Trolle hätten ihn deswegen ausgelacht.
An einem Abend, als der Wind über den Witwen brauste, da kauerte er vor der Hütte des Köhlers Mattes und lauschte, wie er mit seinem Enkel sprach. Beide saßen sie drin auf einer Pritsche, und auf einmal hörte er die dunkle Stimme des Köhlers, wie er sagte: »Nun, mein Junge, das ist so. Wenn du etwas lernen willst im Leben, dann ist das Wichtigste, was du lernen kannst, dass du mehr an andere denkst als an dich selbst. Denn darin besteht das Geheimnis, ein richtiger Mensch zu sein. Die, die das nicht lernen, ach, aus denen wird nichts anderes als Trollpack.« »Ja, Opa«, sagte der Junge, »ich will versuchen zu lernen, ein Mensch zu werden.« Trollpack wollte der Junge nicht werden, das war sicher. Der kleine Troll, der war ganz traurig, denn er gehörte ja zum Trollpack. Aber er wollte doch so gerne ein Mensch werden. Immer mehr und immer lieber wollte er Mensch werden. Aber es war gar nicht so einfach. Also mehr an andere denken, an sich selber, wie sollte er das anstellen? Da kamen eines Tages drei Kinder des Wegs daher, die wollten Preiselbeeren pflücken. Der kleine Troll hielt sich gerade zwischen den Büschen auf, und da hatte er eine Idee. Er nahm ein großes Stück Birkenrinde, sammelte da hinein Preiselbeeren, einen ganzen Berg voll, und als die Kinder mal nicht aufpassten und ihren Korb stehen ließen, da huschte er hin und füllte ihre Körbe mit den Preiselbeeren, und dann versteckte er sich wieder. Die Kinder kamen zurück und staunten. »Danke, danke«, riefen sie. »Wer auch immer uns geholfen hat, vielen Dank.« Und glücklich zogen sie mit ihren Körben heim. Von nun an hatte der kleine Troll Spaß daran, die Körbe der Menschen zu füllen, mit Preiselbeeren und Himbeeren, mit Walderdbeeren und Pilzen. Wäre er noch ein richtiger Troll gewesen, dann hätte er etwas anderes gemacht. Dann hätte er immer wieder die vollen Körbe der Menschen umgestoßen und sich darüber kaputt gelacht, wenn sie hätten wieder von vorne beginnen müssen mit dem Sammeln. Aber jetzt wollte er ja ein Mensch sein, und seine Freude am Helfen, die wuchs jeden Tag mehr. Aber tief im Wald, dort, wo der kleine Troll zu Hause war, da ging es ihm schlecht. Denn seine Familie merkte, dass mit ihm etwas nicht stimmte. »Du wirst ja so groß und schlank. Du siehst schon fast wie aus wie ein Mensch. Pfui! Du hast ja gar nicht mehr so viele Haare. Und deine Augen triefen auch nicht mehr.« Und sie knufften und pufften ihn. Aber ihm machte das gar nichts aus. »Ha«, dachte er, »wenn es wirklich wahr sein sollte, dass er ein Mensch zu werden begann, na, dann wollte er gerne alles andere ertragen.« Und so gingen die Jahre dahin. Bis zu jenem besonderen Sommer. Da kam eines Tages ein Mädchen in den Wald, um Beeren zu pflücken, und sie erschien von nun an jeden Tag. Ein wunderhübsches Mädchen war es, und sie konnte wunderbar singen, und ihre Stimme erklang im ganzen Wald. Der kleine Troll hatte Freude daran.
Er half dem Mädchen unermüdlich, füllte immer wieder heimlich ihre Körbe mit Beeren und Pilzen und führte sie sogar unbemerkt zu Plätzen, wo die schönsten Blumen blühten. Und das Mädchen, das pflückte dann herrliche Blumensträuße mit Blumen, die sie sonst nie entdeckt hätte. Auch konnte er einmal einen wilden Bären vertreiben, der dem Mädchen zu nahe kam. Das Mädchen hatte Angst, aber der kleine Troll lenkte den Bären ab, sodass der Bär dem kleinen Troll hinterherlief und das Mädchen in Ruhe ließ. Und so vergingen die Monate und schnell war es Herbst geworden. Das Mädchen hatte einen Korb mit Pilzen gefüllt und ruhte sich an einem Stein aus. Das Laub fiel wie Goldstücke von den Bäumen herab, die Vögel zwitscherten und die Sonne schickte ihre Strahlen durch die Birkenstämme. Es war kühl geworden und die Luft, die roch schon leicht modrig feucht, wie es im Herbst riecht. Sie wusste, dass sie zum letzten Mal hier war, bevor der Winter kam. Und da fiel ihr ein, dass sie doch ihrem unsichtbaren Freund danken wollte, der ihr den ganzen Sommer über immer geholfen hatte, die Körbe zu füllen. Und so rief sie ganz laut in den Wald hinein: »Lieber Helfer, bitte zeige dich mir. Sage mir doch, wie ich dir danken kann für all das Gute, was du mir getan hast. Du hast mir doch immer geholfen. Ich will dir doch so gerne danken. Ich möchte dir auch gerne etwas schenken.« Der Troll, aber der versteckt in den Büschen saß, wagte kaum zu atmen. Er wollte sich nicht zeigen, denn er hatte Angst, das Mädchen würde erschrecken, wenn sie ihn sähe. Eine Weile verging, da rief das Mädchen: »Na gut, wenn du schon nicht von einem Menschen gesehen werden willst, dann sprich doch wenigstens mit mir. Weißt du was? Sag mir doch, was du dir wünschst. Ich möchte dir so gerne einen Wunsch erfüllen.« Da hörte das Mädchen ein leises Flüstern aus den Büschen: »Bitte, Mädchen, mache bei dem nächsten Weihnachtsgottesdienst das Eis vom Nordfenster in der Kirche weg, damit ich durchschauen kann und sehen kann, wie ihr Menschen Weihnachten feiert.« »Das will ich gerne tun«, willigte das Mädchen ein. »Komm an Weihnachten runter ins Dorf zur Kirche und dann kannst du uns alle sehen im Weihnachtsgottesdienst. Vielleicht kannst du sogar reinkommen und mit uns mitsingen.« Aber der kleine Troll schüttelte nur den Kopf. Das Mädchen konnte es nicht sehen. Aber es sprach weiter: »Weißt du was? Ich lasse dir etwas hier. Ich habe ein kleines silbernes Kreuz um meine Brust hängen. Das mache ich ab und lege es dir auf den Stein hier, an dem ich mich gerade anlehne. Und du kannst dir das Kreuz nachher holen. Und wenn du dann an Weihnachten zur Kirche kommst, dann sehe ich dich und erkenne dich, wenn du das Kreuz sichtbar bei dir trägst.« Und dann machte sich das Mädchen auf den Heimweg. Kaum war es weg, da lief der Troll aus seinem Versteck heraus und nahm ganz behutsam das Geschenk in die Hände, betrachtete es ehrfürchtig und band es sich um den Hals und steckte es in seinen Pelz. Von diesem Tag an wurde seine Sehnsucht, ein Mensch zu werden,
noch viel stärker. Aber bei den anderen Trollen erging es ihm nun ganz schlecht. Denn inzwischen war es ihm unmöglich geworden, nur so zu tun, als sei er ein Troll. Immer mehr benahm er sich wie ein Mensch, und das merkten die anderen und brüllten ihn an. »Du bist ja gar kein Troll mehr. Was soll das denn? Du gehörst ja überhaupt nicht zu uns. Mach, dass du wegkommst!« Und mit Schlägen und Steinwürfen jagten sie den kleinen Troll davon. Nun hatte der kleine Troll gar keine Heimat mehr, keine Familie, gar niemand. Zu den Trollen gehörte er nicht mehr, aber er war ja auch kein Mensch. Ja, wer war er? Und da kam der Winter. Eisig kalt wurde es. Und es schneite und schneite, und der Schnee lag meterhoch. Und frierend stapfte der kleine Troll durch den Wald, und ihm wurde kalt und immer kälter, und das Laufen durch den Schnee war anstrengend, und schließlich war er so erschöpft, dass er gar nicht mehr weiter konnte und in den Schnee fiel. Er dachte, jetzt müsse er sterben. Doch da, auf einmal, hörte er das Glockengeläut unten vom Dorf. Und da fiel ihm ein, dass es ja Weihnachten war. Mit letzter Kraft rappelte sich der kleine Troll auf und schleppte sich hinunter ins Dorf. Seine Wunden, die er sich durch die Kälte zugezogen hatten und durch das weite hatte und durch das weite Laufen, die schmerzten. Aber er gab nicht auf. Tapfer stapfte er und stapfte er weiter durch den tiefen Schnee, bis er im Dorf ankam. Da sah er die Menschen auf ihren Schlitten zur Kirche eilen. Ihre Laternen leuchteten weithin durch die Nacht und oben funkelten ganz viele Sterne am Himmel. Das Kreuz auf seiner Brust, das strömte Wärme aus. So fühlte es sich an, denn er wusste, dass er jetzt bestimmt das Mädchen sehen würde, das ihm das Kreuz geschenkt hatte. Und er freute sich. Innen in der Kirche aber stand das Mädchen und versuchte verzweifelt, das Eis vom Nordfenster wegzukratzen. Aber es ging einfach nicht, denn es war ganz dick am Fenster festgefroren. Es hauchte gegen das Eis, um es aufzutauen. Es rubbelte mit den Händen darüber, bis sie ihm die Hände schmerzten. Ja, sogar mit seiner Wange versuchte es, das Eis wegzutauen. Aber es ging nur ganz langsam voran und ganz wenig war das Eis erst weggetaut. Und dann auf einmal hörten die Glocken auf zu läuten. Und der Pfarrer trat nach vorne an den Altar und die Mutter rief leise, »Sag mal, was machst du denn da, mein Kind? Jetzt komm doch und setz dich, der Gottesdienst geht los.« »Ich will Weihnachten zu denen hinausleuchten lassen, die im Dunkeln sind«, antwortete das Mädchen. Und in diesem Augenblick rubbelte es noch einmal feste über das Eis. Und da ging es ab und eine große Lücke war entstanden und von außen sah das Mädchen ein Gesicht durchgucken. Zwei Augen voller Sehnsucht und Trauer funkelten und sie sah die Hand
desjenigen, der da stand. Und in der Hand, da sah sie das Silberkreuz. Da wusste sie, wer es war. »Willkommen, lieber Waldbewohner, es willkommen«, rief sie, ohne daran zu denken, dass sie sich ja im Gottesdienst befand. Und sie eilte, ohne auf ihre Mutter zu hören, den Gang hinunter zur Kirchentür. Alle Leute, die in der Kirche saßen, waren still geworden und drehten sich um. Und der Pfarrer schaute nach hinten zur Tür, um zu sehen, wer da nun hereinkäme. Da führte das Mädchen an seiner Hand einen Fremdling in die Kirche. Es war ein junger Mann, schlank, ganz in Fell gekleidet, und irgendwie strömte er einen Duft von Harz und Wald aus. Sein Gesicht war ganz bleich und seine Augen leuchteten in einem seltsamen Glanz. Es war etwas Wildes in seinen Augen, was manche in ein wenig Furcht versetzte. Endlich standen die beiden vor dem Pfarrer am Altar. Der Pfarrer wandte sich zu ihnen und schaute den Fremden an und fragte: »Wer bist du, Fremdling?« Doch der vermochte nicht zu antworten. Da trat der Pfarrer einen Schritt näher und legte eine Hand auf seinen Kopf und sagte: »Du musst dich doch nicht fürchten. Dir passiert doch hier nichts. Wir haben Weihnachten. Du willst sicher mit uns feiern. Wer bist du denn?« Der Fremde blickte auf. Doch immer konnte er noch nicht reden. Da ergriff der Pfarrer seine Hand, die das Kreuz hielt, und fragte noch einmal: »Sage mir doch bitte, wer bist du?« Da antwortete der Fremde mit einer Stimme voller Tränen und Verlangen: »Ich war ein Troll, aber ich will so gern ein Mensch werden.« Da lächelte der Pfarrer und zog ihn zu sich und sprach: »Na, wenn das so ist, dann sei willkommen in der Welt von uns Menschen, denn du bist ja wie wir. Wir alle sind darum bemüht, Mensch zu werden. Darin sind wir doch alle miteinander verbunden.«